Zwei Dimensionen des Lodens. Hi, Lilly. Wir fahren jetzt einkaufen und zwar jetzt heute Speichen mit Idiot. Ja. Also, hol ich mir jetzt erstmal das Essen. Und ihr könnt dabei sein. Ich bin wohl heute. Keinen Weg. Ja, das Auto noch ein bisschen mehr. Scheiße. Hallo, ich hätte gerne 4 Cheeseburger, bitte. Nee, danke. Hier spreche ich mit dem Jod. Und dabei höre ich weiter den guten Götz. Es gibt heute 4 Cheeseburger. Ich hatte ausnahmsweise mal keine Lust zu kochen. Mahlzeit. Ja, ist so lecker. Bisschen stockend alles. Mal gucken, wie das hinterher wird, ob sich das bewegt, das Bild. Saugen, Radio strömen und gleichzeitig aufnehmen. Das ist auch wieder alles ein bisschen viel. Aber das soll euch nicht stören, ha? Sehr coole Nummer, finde ich. Und Gott bringt uns am meisten sehr gute Sachen. Sollte da euch auch mal angeln. Hier, die Gurke habe ich da rausgenommen. Die mag ich nie. Ja, die soll man ja nicht mitessen. Das Einzige bei McDonald's, wo Konservierungsstoffe drin sind. Die wollen einen wohl vergiften. Ja, der Götz immer, go, let's go, jeden Montag von 5 nach 9 bis 10 Uhr. Sehr gut. Ja, vorhin war einfach wieder der Film alle. Ich weiß wieder nicht, wie viel er mitgekriegt hat von der Bestellung, Entgegennahme und so. Naja, fragen wir mal. Ne? Zumindest habe ich alles dann, als ich am Fenster ankam, wo man die Ware bekommt, sofort erhalten. Sehr freundlicher ausländischer Mitarbeiter, den sie haben immer. Ja. Aber mit vollem Mund redet man ja nicht, sagt meine Mutter immer. Ich mache mir erstmal Bier auf. Ich habe mir an der Tanke, als ich mir Tabak holte gerade, das zeige ich euch auch mal, wie man das am besten macht, da habe ich mir noch ein gutes Paderborner Pilz mitgebracht. Billigbier von der Tanke. Muss man natürlich hier den Rand immer erst ein bisschen sauber machen, ja, den man davon trinken kann.
Ist ja furchtbar gefährlich. Da sammeln sich immer Bakterien und all so Scheiß an. Bisschen draufpusten, mit dem Pulli dran herwischen. Überall da, wo Lippenkontakt hergestellt werden soll. Und dann ist gut. Jetzt ist das alles gesund. Prost. Jetzt folgt der dritte Burger. Da geht die dritte Burger. Irgendwie ist das wieder ein Scheißtag heute. Bei euch auch? Ist Montag, Wochenanfang und so. Nicht, dass mich das stören sollte. Ich gehe ja nicht arbeiten. Aber genau das ist es. Ich kriege nicht gebacken. Zu viel Zeit. Hütet euch davor. Das ist total scheiße. Alles. Ich kriege jetzt schon nach einem Schluck das Bier. Total geil. Ich trinke so wenig Alkohol. Wenn ich dann mal was zu mir nehme, dann haut das sofort rein. Finde ich gut. Hat halt der Teufel gemacht. Mir fällt irgendwie gar nichts ein, was ich erzählen könnte. Ihr seht mir das hoffentlich nach. Hier stelle ich hier auch auf dieser Lade unter dem Schreibtisch ab, weil Flüssigkeiten kommen hier nicht auf den Tisch. Habe ich mal Angst, wenn da etwas umfällt. Geht ja alles hops. Ja, also das war jetzt mal eine Ausnahme mit dem Aschenbecher neulich. Normalerweise steht der auf dem Boden neben dem Tisch. Nur, dass ihr das wisst. Ein geiles, geiles, geiles Bier. Nee, wir werden mal hier. Kommt jetzt. Das war zum Schluss nochmal ein Stück von mir, dass Sie das wieder zu Wort geben. Wir verzeihen nachher kurz eines 871, das Böding Nummer 1 in C. Das war kurz für heute. Und nächsten Montag gibt es wieder eine Folge. Darauf freue ich mich. Sie vielleicht auch. Und wie? Tschüss, bis nächstes Mal. Adios. Ich bin dabei. Ihr auch? Der geht schon wieder schwer rein hier, der Bürger. Drei hätten gereicht, verdammt. Und gleich habe ich wieder Bauchschmerzen. Wie immer. Verdammt. Scheiß Imperialisten, Fraß, Kacke. Ist doch wahr. Schmeckt ja auch nicht. Ne? Also, die besten Burger gibt es ja nach wie vor bei dem Mutter Sadek in Neheim, bei Bob um die Ecke. Ein richtig geiler Diner ist das. So, das war's. Genau richtig zu Nachrichten. Das ist ziemlich interessant. Und die Polizei hat heute im Zusammenhang mit den gescheiterten Anschlägen. Dann sag ich mal, bis bald.